Und wir kommen zurück bei Chesspunk. Ich muss bemerken, dass man das Muster, was der Herr dort auf seinem Kimono hat, auch öfters auf verschiedenen Straßenbelägen findet, aber das ist erstmal eine Nebensache. So, was ist denn das eigentlich? Na, vielleicht behalte ich das nochmal. Was haben wir eigentlich hier so? Aha. Hokusaki Octopus, lecker. Cadillac Finsu, Wood Gluten-Sing, also irgendein Gluten-Ding, okay. Ein Thunfisch ohne Endorphine. Katamari frittiert. Es gibt Angel Hair Pasta, aber Rasta vermute ich. Ich weiß nicht, Rasta-Locken mit Engelshaar. Ein Engel mit Rasta-Locken sieht bestimmt interessant aus. Tanuki-Soße. Süß- und Sauersocken. Lice Crispy Swear. Okay, wir können also irgendein Keks-Ding essen. Essen Sie denn? Hallo? Hallo, meine Dame. Ne, toll, die ignoriert uns. Naja, kennen wir nur so gut. Very welcome, aber ich glaube, ich bin hier nicht willkommen. Nee, schade. Eine Kippe. Aha, ein Hinweis. Aha, irgendwelche Kartons. Noch mehr Kartons. Kann ich mit denen reden? Ja. Ich habe zwar keine Ahnung, was sie sagen, aber ich kann... Willst du Fleischspießchen? Nicht nur kommen, Doktor. Kann ich mir noch sowas holen? Ich will weiter Leute ankotzen. Los, ich will noch was haben. Gib mir noch was. Ah. Super. Ja, ich will weiter irgendwie Leute ankotzen. Die Tante da vielleicht. Und? Ah, schön. Ich will noch mehr, ich will noch mehr. Ja, komm. Gib mir noch irgendwelchen Mist. Was auch immer das jetzt gerade ist. Ich will irgendwie Leute ankotzen. Vielleicht sollte ich mal den Typen hier ankotzen. Ich kann mich erstmal hinsetzen. Ja. Du wurdest auch beleidigt. Hast du noch irgendwas? Nö, irgendwann, ich will noch irgendwas haben, um Leute anzukotzen. Verdammt. Egal. Gut, lassen wir es mal und müssen... uns dann doch mal irgendwann auf unsere Missionswege begeben. Meine Kollisionsmasse beträgt ungefähr... Aha, aber Emotion Kunst geht. Oh, Mann. Ich würde sagen, lieber in Pesto. Nein! Also wer sich etwas mit Computerdingen auskennt, der wird jetzt diese äußerst dümmliche, aber dennoch wirkungsvolle Anspielung auf Dateisysteme verstanden haben. Mein Gott. Ja, Fontweight, Font... auch als Schriftart bekannt. Gut. Der pinkelt erstmal relativ abgehackt in die Ecke. Das ist interessant, vor allem weil er ein Roboter zu sein scheint. Du hast dich zu sagen? Petzer, die tu, meine Güte. Werter Herr? Ich weiß nicht, ob ich da mitmachen möchte. Vor allem, du hast gerade eine Dame neben dir stehen. Ja? Nein! Can I nibble that cookie? Welchen Cookie? Mein Cookie? Ich will nicht, dass du da dran rumnibbelst. Nein. Können wir dir vielleicht irgendwas zu essen besorgen? Das wäre eigentlich mal super. Guckt ihr noch was aus hier? Nee, ne? Hier noch was zu essen haben. Halt nicht. Und du gibst ja auch nichts zu essen. Schade. Also wenn wir noch irgendwas zu essen finden, was wir gerade hier im Inventar haben, dann können wir dem Typen das da verabreichen. Ich gehe mich mal hier weiter durchschlagen. Hier ist wieder der Überwachungswagen, okay. Kaufen Leute. Da kann man nicht rein. Kann man. What?
Ah, okay. Versteht irgendjemand diese Anspielung? Also ich denke mal, auch dem Geräusch her, also dem Geräusch nach, ist es eine Anspielung an, na? Genau, ICQ, soweit ich mir das denken kann. Vor allem, weil die auch diese Blume da als Symbol haben. Aber ICQ benutzt heute gar keiner mehr so wirklich. Tja, alles kommt und geht. Autonomic Teller Machine Current Incinerator. Was willst du? Excuse me, ja gleich. Ich muss jetzt mal das Ding hier ausprobieren, was auch immer das gerade darstellt. Geht doch mal alle weg. Out of Service, na typisch. Was ist das für ein abgespaceder Beat hier? Hallo? My threshold has been infested with vases. I mean, opposite of that. Okay. Also, ihr Fliegendaten wurde von Vasen infiziert. My threshold has been infested with vases. Ich schätze mal, das stellt eine Nebenmission dar. Dann machen wir das gleich mal. Ja. Ups. Na gut, wir wollen mal... Ne, komm her. Ha! Erwischt. Yeah, yeah, yeah. Da ist noch einer. Komm her, du Mistvieh. Ich hab das abgeschlossen. Ob man dafür eine schiefen... Warum ist in der Vase ein Hirn drinne? Man weiß es nicht. Hallo Hirn. Ich will das Hirn haben. Kann ich das mitnehmen, das Hirn? Also wir haben die Lebensmittel erstmal formal abgeschlossen. Da kann ich jetzt eigentlich alles kaputt machen. Vielleicht kriege ich ja ein Achievement dafür. Und außerdem, ihr wisst ja, wie es ist mit kaputt machen. Da ist auch ein Gehirn drin. Sind nur in den grünen Vasen Hirne drin? Ja, in den grünen Vasen sind Gehirne drin. Vielleicht soll es auch eine Anspielung darstellen, ich weiß es nicht. Boah, das ist ja echt anstrengend hier. Pam, 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 pam. Ja, ich mache hier alles mal kaputt, 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 kaputt. So, und ja, dann... Okay, ich... ja. Insurance collected, super. I'm not that kind of girl. This is an acquired taste. I kind of like this now. Ja. I kind of like this now. I'm not that kind of girl. This is an acquired taste. I kind of like this now. Okay. Ich hoffe, die Fliegenpatsche können wir behalten, aber ich glaube nicht. Okay, dann, vielen Dank, ich weiß nicht. Ich gehe mal lieber, bevor noch irgendwas passiert. Ja, wir haben eine Fliegenpatsche. Ach, so was. Was? Pardon. Max Starstop, Mann. So willst du. Pardon. Was? Anatano. Ja! Ach, so was. Oh, das tut mir leid. Ja, ich habe eine Fliegenpatsche, ich habe eine Fliegenpatsche, ich werde alle verpatschen. Ja. Yep. Ja, Überbevölkerung ist sowieso ein Problem. Machst du das auch? Nein, die ist knallhart, die macht nichts. Ah, so ein Wasser. Oh. Die ist auch weg? Ich will alle Leute verklatschen. Komm her. Kann ich den Koch einen reinklatschen? Dann essen wir Scheiße. Ah. Egal. Gut, das können wir nicht. Können wir auch nicht. Patsch. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Fliegenklatsche der Massenzerstörung. Aus mit dem Feuer. Pam. Pam. So, das ist ja. Pam. Pam, Dolly.
Pam. Pam, pam. Und... Möp. Weg ist er. Ja, out of order. Ich geb's dir. So, was kann man noch verklatschen? Das ist ein Cowboy. Ha, komm her, du. So bist du. Kommt du nie? Ja, das ist also sein Lieblingsrestaurant. Golden Lucky Electric Squid. Das erklärt einiges. Na, werter Herr? Try Electric Squid at your 3 o'clock. You next is 6, huh? We you don't next is 6 now, kind here. I design your eyes. Nein, ich no hoffe nicht. Food or water after midnight. Ich bin doch kein Gremlin, du Quatschkopf. Ah ja, der ist von Sibirien, das ist klar. Squid at your 3 o'clock. You are not professional swatter. Ja, ich zeig dir. This. I am not a fly. Das werden wir sehen. Please do not anger me. You have no swatter technique. You are not professional swatter. Mishneo night this. I am not hier a fly. Your face. Okay, gut, dann glauben wir dem das mal. Und. Schade. Kann ich die Schüssel kaputt machen? Nein. Und? Hallo. Everything sounds like. Was ist denn mit dir kaputt? I'm sorry, I can't hear you. Ja, natürlich kannst du mich nicht hören. Vielleicht sollte man mal ein bisschen nachhelfen. Ja, du musst mich nicht hören, du musst das spüren. Ich glaube, ich habe eine Lösung für diese Aufgabe gefunden. Ein Sandwich aus dem Ohr. Das haben wir in sein Gehirn rausgezogen. Jetzt besser? Ah, that's much better. Super, kann ich dir jetzt einen runterhauen? My ear, nose and throat feel so uncongested. Hallo? Ich sag nix. Oh, deswegen sag ich nix. Pardon? Ja, gleich. Bin auch weg. Nein. Ja, die sind alle patschen hier. Ja. Hab ich hier schon gepatscht? Ne, jetzt schon. Ja, noch irgendwas, was ich patschen könnte hier? Nö, dann würde ich mal sagen, werden wir mal diese sonderbare Machenschaft hier betreten. So. Wo ist sie hin? Ja. Satisfaction guarantee. Asterix. Ich hab da ziemlich viele F-Worte gehört, oder? Smiles are free. Oh, das ist gut. Satisfaction garantiert, das ist super. Dann werden wir mal den Laden betreten, den Saloon mit dem Cowboy. Please take off your shoes. Ja, da. Gut so. I will be your dedicated server tonight. Das ist schön, da hinten ist der Cowboy. Was haben wir denn hier? Ich will irgendwas knuspern. Das sieht komisch aus, aber ich möchte es essen. Lass mich auch mit dem. Kann ich hier irgendwas einsammeln? Nee, ne? Aha, ich habe eine Spinne. Ah, die behalte ich mal. I've seen at least... Aha, 5 Spinnen. How dare you? Ah, das gefällt dir doch. Okay, bevor die uns hier rausschmeißt. Die hinterlassen jetzt übrigens riesengroße Fußstapfen. Das ist super. Dann werden wir mal auf Spinnensuche gehen, ne? Entrance, please. Da ist ein Kugelfisch. Oh, okay. Ich muss mal hier ein bisschen in die Küche gucken. Geh mal weg. Mann, Arschloch. Und dann muss ich hier ein paar Spinnen suchen. Mit dem Cowboy rede ich später. Aha. So, Nummer 2. Ich mag irgendwie die bekloppten Nebenmissionen. Das ist super. Na, meine Dame, was ist denn so im Angebot? Hallo? Die sagt nichts. Kann ich hier irgendwie in die Küche gelangen, vielleicht? Hier ist bestimmt auch noch eine Spinne drin, oder? Aber sieht zumindest sauber aus. Das ist schon mal nicht schlecht.
Leute, der futtert was weg, das ist gar nicht mehr toll. Ich will Spinnen haben. Aha. Und komm her. Zack. 3 von 5. Jetzt gucken wir mal hier in die Damentoilette. Hallo. Herbert. Natürlich. Jetzt ist es doch lustiger. Oh. So, ich muss mal hier. Ich bin eigentlich der Hausmeister und ich entsorge hier gerade Spinnenplage. Ich meine, es gibt im asiatischen Raum solche Hockklos, nennt sich das, wo man sich halt über den Boden hockt und alles laufen lässt. Aber ich glaube, das hier ist doch etwas übertrieben, vor allem, wer soll sich daran festhalten? Das ist ein bisschen aggro. Kann ich hier spülen vielleicht? Das sieht eklig aus. Na, ich kann ein bisschen drin rumlatschen, damit ich auch ordentlich saubere Füße habe. Ich gehe mal lieber raus. Hat die Dame ja auch gesagt, die sollen es hier entfernen, deswegen machen wir das mal. So. Tada. Na gut, das Männerklo sieht genauso aus, ne? Wo ist dann der Unterschied, ne? Und da ist noch eine eklige Spinne. Spinne, Spinne, Spinne. So, meine. Kann ich hier irgendwie das Klo verwackeln? Nee, ne? Eigentlich schade. Fliegenpatsche ist toll. Kann ich eigentlich? Oh. So, dann werden wir mal hier Spinnen abgeben. Mal gucken, ob die das interessiert. Ich habe hier Haufen Spinnen. Hallo? Interessiert das keinen? Ah! Ja, ich helfe dir. Nicht so kalt, ich sitze. Was? Ich will dir helfen, du hast einen Haufen Spinnen. Das Glas habe ich auch nicht mehr. Na egal. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall in der Küche drin und können uns hier quasi selbst bedienen. Was haben wir denn hier? Lecker Fisch. Und lecker Blödsinn. Aha. Na gut, dann werden wir mal in der nächsten Folge gucken. Was wir hier mit dem Kugelfisch anstellen können. Ich denke mal, irgendwas Albernes wird es schon sein. Aber bis dahin erstmal tschüss.